Hallo liebe Tesla-Freunde, es ist mir eine Freude, in eure erwartungsvollen Gesichter jetzt zu blicken auf dieses Video. Ich habe dieses Thumbnail gedrückt. Mein Name ist Markus Meilenschein, Tesla Markus. Ich möchte noch viel mehr solche Videos machen wie dieses hier. Deshalb drückt jetzt den Abo-Knopf, damit ihr nichts verpasst. Ich möchte noch mehr mit Unternehmen sprechen, mit Mittelständlern. Ich möchte zeigen, dass die Elektromobilität funktionieren kann. Und deshalb habe ich heute dieses Interview gemacht mit Martin Höchsmann. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Bitte verzeiht mir den Ton, der ist am Anfang oder ja auch nicht ganz optimal. Wir werden das beim nächsten Video verbessern und ich werde im Anschluss an dieses Video sagen, um was es bei dem nächsten Video dann geht. Jetzt erstmal viel Spaß dabei. Okay. Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der E-Mobilität. Heute bin ich bei Martin Höchsmann in der Nähe von Darmstadt. Ja. Ja, danke für die Einladung, Martin. In Langenhessen. Und in Langenhessen, ja, genau. Und ich habe den Kontakt von einem von meinen Zusehern. Ja. Hat eine Mitarbeiterin getroffen oder glaube ich sogar die Tochter, hast du ja, gerade genau, gesagt. Genau. Ja, am Supercharger und hat gesagt, wir haben alles Teslas in der als Flotte und wäre nochmal interessant hier mal unsere Firma vorzustellen und Kontakt zu haben. Genau. Den Grund, warum wir mit Tesla fahren. Genau. Und jetzt stehen wir hier vom Markt 9 Model X. Ja. Und es sind noch ganz andere da, aber es ist laut, wir gehen gleich mal rein. Ja. Erstmal vielen Dank, Martin, dass du die Zeit genommen hast. Gerne schön. Und dann schauen wir uns mal drinnen den Verkaufsraum an. Genau. Ja? Weil wir handeln alles an Maschinen, was für Holz, Kunststoff, Aluminium, Materialien geeignet ist. Das heißt also Schleifen, Sägen, Fräsen, Bohren, diese ganzen zersparenden Techniken, ja. Wie hier zu sehen mit CNC-Maschinen oder auch mit normalen handelsüblichen mechanischen Maschinen, ja. Die eben da verwendet. Du hast die Firma gegründet? Mein Vater hat die Firma gegründet, ja. Wie lange ist die Firma schon ungefähr? Seit genau 50 Jahren. Wann? Gratuliere. Ja, kann man sagen. Ja, wir haben dieses Jahr 50-jähriges. Ja. Gratuliere. Ja. Okay. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? So 22. 22. Ja. Und ihr habt auch einen Außendienst und eine Monteurgruppe. Genau, wir haben also Monteure, die sagen wir mal im Raum Hessen und auch überregional in Deutschland Touren fahren. Ja. Und eben Maschinen reparieren und in Stand setzen und den Kunden dabei helfen, ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Ja. Diese Außendienstler fahren Tesla-Fahrzeuge bei uns und die anderen Außendienstler, zum Beispiel die Vertriebsaußendienstler, fahren ebenfalls Tesla. Die sind im Prinzip dafür zuständig, dass Werkzeuge, Zerspannungswerkzeuge und auch Maschinenbedarf entdeckt und gedeckt wird. Ja. Okay. Wann hast du denn persönlich den Tesla entdeckt? 2014 war das. 2014, ja. Du hast also den ersten Tesla in Deutschland praktisch. Einen der frühen ersten. Also 2013 habe ich den ersten gesehen, ja, und habe aber dann, weil ich gesehen habe, die sind sehr teuer, gleich das Thema erstmal an Akta gelegt. Ja, und 2014 kam aber dann ein Kunde zu mir. Ja, dieser Kunde hat ein Vorführfahrzeug gehabt, weil er sein Fahrzeug in Frankfurt zur Reparatur hatte. Ja, und mit diesem Vorführfahrzeug sind wir dann gefahren, ja, also bin ich Probe gefahren. Und war dann gleich überzeugt, nachdem ich die ganzen Vorteile von Tesla eben gehört habe und habe im Prinzip dann auch eine Entscheidung getroffen, das Fahrzeug zu kaufen. Das ist dieser Virus, von dem wir immer wieder sprechen. Ja, ob es ein Virus ist, weiß ich nicht. Ja, du hast ja dann, aber man sieht es ja, das Ergebnis ist, dass du ganz viele Fahrzeuge hier als Teslas eingeführt hast. Ja, wir haben das dann getestet mit dem ersten Fahrzeug, wie sich das Fahrzeug so darstellt. Damals gab es deutschlandweit erst 3 Supercharger. Ja. Von daher gesehen war das noch etwas schwierig, weitere Strecken zu fahren. Ja. Aber das hat sich ja dann sehr schnell, wie Elon Musk das auch vorher gesagt hat, verändert. Ja. Mittlerweile gibt es ja weit genug und wir haben dann eben die Flotte nach und nach aufgerüstet. Ja. Ja. Was ist denn so das Resümee jetzt so nach 5 Jahren Tesla als Betriebsfahrzeuge hier in deinem Betrieb? Also wir sind nach wie vor voll auf der Tesla-Seite. Ja. Wir finden die Fahrzeuge gut, die Fahrzeuge sind zuverlässig. Ja. Sie haben ein paar kleine Krankheiten, wie zum Beispiel die Türgriffe gehen manchmal kaputt oder auch die Heckklappenmotorik ist, sagen wir mal, nach 120 oder 150.000 Kilometern nicht mehr ganz die alte. Also es kann sein, dass die mal kaputt geht. In der Regel wird das von Tesla relativ kulant gehandhabt. Also entweder auf Gewährleistung oder auf Kulanz repariert. Aber hin und wieder muss man es auch selber bezahlen. Das muss ich sagen, wenn man es selber bezahlt, ist relativ teuer. Also Tesla-Reparaturen sind nicht günstig, ja, aber sie sind sehr selten. Ja, und von daher gesehen ist es eigentlich okay. Und das war eigentlich der Vorteil eigentlich auch für Tesla, ne? Dass du halt eben nicht so viele Serviceintervalle hast. Ne? Du fährst ja viele Kilometer mit deinem Außendienst. Hast du so eine Kilometerzahl in der Summe, was du schon gefahren bist? Also wir haben im Moment, schätze ich mal, mit allen Fahrzeugen zusammen rund 650.000 Kilometer. Das wäre dann so, wenn du so rechnest, so alle 15.000, 20.000 Kilometer in der Inspektion.
beim normalen Fahrzeug, beim Verbrenner, ne? Ja, das ist schon, kommt da schon was zusammen. Aber es ist ja nicht für die Inspektion. Es sind ja die Bremsbeläge, die nicht verschleißen. Es sind, was weiß ich, keine Auspuffgetriebe, Kupplung. Diese ganzen Dinge gibt es ja beim Tesla alle nicht. Dafür hat man mehr Platz. Also das sind schon sehr überzeugende Vorteile. Ja. Ja, auch die Elektronik ist eine ganz andere Welt als bei jedem anderen Auto, was im Moment produziert wird. Ja. Du hast gerade Platz genannt, ja, ich glaube, Platz ist für dich wichtig, ne? Weil du hast gesagt, du brauchst große Autos, weil du dann auch viel dabei hast. Wir haben Werkzeuge, die wir transportieren, ja, natürlich, und das ist sehr vorteilhaft, wenn man da einen größeren Platz hat, auch wenn man mal irgendwas reinladen will, geht es im Tesla halt sehr, sehr gut. Ja. Also. Aber trotzdem ist es, wir haben schon ein Vorgespräch vorhin auch geführt gehabt, im Grunde ist es auch ein bisschen ideologisch, dass du so viele Teslas hast. Ne? Ja, natürlich. Du möchtest das unterstützen, du findest das eine tolle Bewegung. Ja, mir geht es weniger um die Bewegung, sondern mir geht es mehr um den Trend. Also es gibt einfach gewisse Trends, die da sind. Da muss ich, wie frühere andere Leute schon genannt haben, im Handybereich weiß man es ganz genau, wie es gelaufen ist. Ja? Apple hat einfach den Trend gesetzt. Ja? Wer nicht mitgemacht hat, ist auf der Strecke geblieben. Ja? Und erschreckenderweise wird das in Deutschland wahrscheinlich ähnlich passieren. Ja? Die Deutschen glauben zwar nicht dran, aber wenn man so eine Erfahrung hat, wie wir sie haben, dann sollte man vielleicht schon dran glauben. Ja. Und trotzdem aber, das haben wir auch vorhin besprochen, sagtest du, du hast eher ein Gefühl, dass es eher wieder weggeht von der Elektromobilität, wenn man so guckt, was man so im Die Deutschen Meldung sind, viel negativ eingestellt. Ja. Aber es geht ganz sicher nicht weg. Ja, aber so in der öffentlichen Meinung. Ne, ist die öffentliche Meinung, die Rumors sind durchweg bei vielen Leuten negativ. Also wenn ich schon die Argumentation mit den Umweltschäden und diesen ganzen Dingen höre, die angeblich bei der Produktion eines Elektroautos entstehen. Mhm. Also die Umweltschäden, die ein Verbrenner erzeugt, sind also eindeutig viel, viel größer. Ja. Wer das nicht glaubt, der ist halt selber schuld. Und vor allem dann auch beim Betrieb, ne? Weil wenn man ein Elektroauto fährt, das muss das nicht Tesla sein, aber da hat man ein geschlossenes System für das Recycling, weil der Akku, die ganzen Sachen, die guten Sachen im Akku, das Lithium, manchmal auch das Kobalt, das ist jetzt beim Tesla nicht so der Fall, ne? Da ist nicht so viel Kobalt drin. Aber das ist in sehr großen Konzentrationen da, mehr als in der Natur vorkommt, deshalb kann man das recyceln. Ja. Das ist ein geschlossenes System. Und beim Verbrenner, dann werden die Sachen verbrannt oder gehen durch den Katalysator und gehen in die Umwelt. Und das ist ein offenes System. Vor allen Dingen, die ganzen Sachen nicht mehr zurück. Man analysiert ja jetzt, was der Diesel im Prinzip für einen Schaden verursacht, umweltmäßig, ja. Das ist ja schon schlimm, ja. Aber es hat sich überhaupt noch niemand über die Bremsbeläge gekümmert, ja. Es werden Millionen Tonnen von Bremsbelagstaub in die Umwelt reingehauen. Ja. Ja. Keiner weiß, was da drin ist. Das will auch, glaube ich, keiner wissen. Ja. Und so ein Elektrofahrzeug braucht halt wesentlich weniger Bremsen. Ich schätze mal 10% von einem normalen Verbrennerfahrzeug. Ja. Ja. Das ist für mich ein ganz hauptausschlaggebender Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben damals die meiste Angst gehabt, dass der Akku halt früher oder später kaputt geht. Ja. Ja. Und dass er sehr stark Leistung verlieren wird. Ja. Und wir wissen jetzt bei mehreren Fahrzeugen, die über 200.000 Kilometer von uns drauf haben, ja, dass die Akkuleistung noch nicht mal um 10% zurückgegangen ist. Also um die 10% bei 200.000 Kilometern. Ja. Das ist absolut top. Ja. Und es gibt ja auch die Gewährleistung von Tesla für die 8 Jahre. Ja. Also besser geht's nicht. Ja. Das ist du hattest auch noch was gesagt über die Wiederverkaufbarkeit von den teuren Modellen versus den eher... Ja, wenn man ein teures Modell hat, sage ich mal, mit maximaler Ausstattung, ist es klar, dass man, sagen wir mal, mehr verliert, als wenn man ein vernünftig ausgestattetes mit nicht maximaler Ausstattung hat. Ja. Wir haben also mehrere Fahrzeuge mit normaler Ausstattung und haben da äußerst gute Wiederverkaufswerte erzielt. Wir haben 2 Fahrzeuge bis jetzt weiterverkauft und haben da einfach ein wirklich gutes Ergebnis gehabt. Ja. Und deswegen bleiben wir auch bei Tesla, weil das wirklich gut läuft. Ja. Okay, also wenn ich das zusammenfassen darf, ist es so diese Kalkulationsmöglichkeit, dass du genau weißt, was es kostet, dass keine Überraschung kommt beim Tesla. Ja. Ja, dass so ein Vorteil ist, von einer Tesla-Flotte zu haben. Ja. Ja. Es ist nicht unbedingt billiger, günstiger, ja, sondern das kann man absolut vergleichen mit einer anderen Flotte, mit Verbrennern. Also jetzt kein Vorteil, kein Geldvorteil, weil es Tesla ist, ja, sondern eher... Das kann man nicht sagen. Also ich würde schon insgesamt, overall würde ich sagen, dass vernünftig ausgestattete Teslas, also ohne extreme Extras oder extrem hohe Leistungen, ja, dass die besser und günstiger zu betreiben sind als vergleichbare Verbrenner. Ja. Ob es jetzt wirklich auf Helle am Pfennig so ist, das ist auch entscheidend, wie sich das entwickelt. Also das weiß man ja vorher nicht. Das kann an verschiedenen Dingen hängen bleiben. Ja. Wir werden das weiter beobachten und wir hätten sicherlich keine 5 Fahrzeuge, wenn das alles wesentlich teurer wäre. Ja.
Gibt es noch irgendwas, was so das Image angeht, wenn du einen Tesla beim Kunden vorfährst oder bei... Am Anfang waren die Kunden begeistert. Ja, die Begeisterung hat sich jetzt gelegt, weil mittlerweile kennen viele Leute die Fahrzeuge. Ja, aber es gibt jetzt keinen großen Ärger oder so. Mhm. Ja. Okay. Danke dir. Ja, super interessant. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wenn ihr noch Fragen habt an den Martin. Ja. Ja, und wir werden dann vielleicht nochmal, ich werde nochmal mit ihm telefonieren oder wir werden nochmal gucken, dass wir noch so was antworten. Kann du kannst auch reingucken in die Kommentare. Dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Und dann schauen wir mal das Model 3. Wir haben über das Model 3 gesprochen. Er sagt, er hat natürlich nichts bestellt. Erstens zu klein, eventuell zu klein. Und zweitens, er will irgendwann erst ein Auto fahren, bevor er es kauft. So sieht es aus, ja. So das betrifft auch den Roadster. Also generell Fahrzeuge in einer höheren Klasse, sagen wir, schaut man sich vorher an. Ja. Gut, und wenn du keinen Roadster von Tesla kriegst zum Probefahren, dann komme ich mit beiden vorbei. Schauen wir mal. Also, Dankeschön für dieses schöne Interview. Ja? Okay, prima. Ja. Ja. Dankeschön. Okay. Dann schneiden. Das haben wir geschafft. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt in dem Video. Wie gesagt, der Ton, habt ihr selber gemerkt, war nicht optimal. Ich möchte euch nochmal bitten und auffordern, nachdem ihr den Abo-Knopf gedrückt habt am Anfang, jetzt Kommentare zu schreiben. Und zwar, wir haben verabredet mit dem Martin. Er hat das Video auch gesehen, vor was wir gemacht haben. Er hat gemeint, Ton war nicht gut und ich habe noch ein paar Sachen eigentlich sagen wollen. Wir wollten nochmal ein zweites Video machen. Und zwar aber mit euren Fragen. Schreibt in die Kommentare eure Fragen rein an den Martin. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle beantworten. Manche Sachen sind auch geheim, also gerade so Zahlen, was so Zahlen angeht. Aber wir versuchen so ehrlich wie möglich, möglichst viel zu beantworten. Also schreibt in die Kommentare rein, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.